Dann laufen, das kenne ich. Dann haben wir laufen, eine Wärmepumpe. Da müssen wir eigentlich auch nicht schauen. In Zunzgen einen Anbau-Sitzplatz, den machen wir gerade gar nicht. Ah, ja. Dann haben wir eine Zweckänderung, eine Schreinerei, die in ein Mehrfamilienhaus umgebaut wird. Wir sind im Moment gegenüber von der Kirche. Sie wollen in der blauen Markierung, das heisst, dort das Bild Schutz sein, das wäre schützenswert. Das heisst, mir geht es mal sicher. Ja, und dann tun wir noch den Boden eingreifen, ja, wenn wir im Ortskern sind. Ja. Wir kommen im Jahr in der Archäologie etwa 2000 Baugesuche rein, die wir prüfen. Und zwar allwöchentlich machen wir eine Tranche. Wir prüfen die darauf hin, ob es einen Bodeneingriff gibt in den Untergrund. Dann geht die so ein Gesuch an Baustellenkontrolle. Das ist das, was Simon Kiefer macht. Und wenn wir einen positiven Befund haben, das heisst, wir haben archäologische Funde, dann geben wir es nachher weiter an unser Ausgrabungsteam. Da wäre momentan ein laufendes Beispiel Grabung in Rheinach. Der andere Teil ist, wäre ein Eingriff in historische Bausubstanz, das heisst zum Beispiel alte Bauernhäuser, dann geben wir das weiter an unsere Abteilung von der Bauforschung. Und da haben wir auch ein laufendes Beispiel, das ist momentan die alte Mühle in Ziefen, wo jetzt eine Bauuntersuchung läuft. Hier hat es ein bisschen Kies, abgelagerten Kies. Das ist Holz. Ja. Das ist ein leichtes Kiesband, das vermutlich durch den Dorenbachfluss hier abgelagert wurde. Jetzt haben wir noch weiter vorne haben wir auch noch Kieslinsen. Wenn ich jetzt hier Struktur herausschaffen kann, könnte es eine Feuerstelle gewesen sein, wo oben drauf ein Feuer war und durch die Hitze. Und das Feuer ist der Boden, der Lehm selber, so ein bisschen rötlich verfärbt worden, oder? Der ist dann brennt worden. So wie es aussieht im Moment, ein Schädel, aber ich bin nicht sicher. Ich muss es zuerst auseinandernehmen. Dankeschön. Bei der heutigen Baustellenkontrolle haben wir jetzt zwei Befunde. Und zwar eine steht in dieser Baugrubenwand drinnen, brennt der Lehm. Also der Hitze ausgesetzte Lehm. Ob der in situ ist, also dort im Boden drin, das Ganze passiert ist, oder durch einen Fluss eventuell angeschwemmt ist, das wissen wir nicht. Das müssen wir jetzt nochmal genau untersuchen und anschauen. Und leicht oben dran haben wir noch Knochen drin. Da weiss ich jetzt aber noch nicht, ob die menschlich sind oder nicht. Das lasse ich jetzt gerade noch auch von jemandem anschauen, der mit den Knochen sehr gut Bescheid weiss. Ich habe den Bauleuten gesagt, sie dürfen nichts mehr machen an dieser Böschungswand. Es bleibt jetzt auch so, bis wir Zeit haben, um das mit dem Grabungsteam vielleicht genauer anzuschauen. Wir sind hier auf der archäologischen Ausgrabung in Rheinach, im Zentrum des Ortes. Wir graben hier seit dem Oktober einen Teil des mittelalterlichen Dorfes aus. Wir sind jetzt quasi in den letzten Zügen. Wir machen jetzt noch die beiden Bereiche unter dem Zelt fertig und haben dann die Grabung abgeschlossen. Auslöser von dieser Grabung war ein Bauprojekt. Eine grosse Überbauung, die es hier gibt. Mehrfamilienhäuser mit Einstellhallen. Das Grabungsteam ist jetzt gerade am Ausgraben von einem Grubenhauskeller. Das Grubenhaus selber war ein Holzgebäude mit zugehörigem Keller. Und nach der Nutzungszeit von dem Keller, wo der Keller nicht mehr benutzt wurde, hat man ihn aufgefüllt mit Abfall, mit Lehm, mit Humus. Und diese lehmigen Strukturen hier werden jetzt abgegraben vom Grabungsteam. Und aus diesem Boden heraus kommen dann auch die archäologischen Funde, die sehr wichtig sind für uns zum Datieren von diesem Grubenhaus. Die häufigsten Fundobjekte, die wir haben, sind Keramikscherben und Tierknochen. Und was wir ab und zu auch noch haben, sind sogenannte Webgewichte. Das sind brennte Tonklümpenzylinder, die gebraucht worden sind zum Spannen der Fäden bei den stehenden Webstühlen. Und das ist ein ganz klarer Hinweis, dass eben in diesen Grubenhauskeller eben auch gewoben worden ist. Der Topfund von der Grabung ist eine sogenannte Scheibenfibel aus dem Jahr um 1000 herum. Das war die Wandschliessen, die hinten dran eine Nadel hatte.
Die Nadel ist abgefallen und eigentlich jetzt nur noch die Scheiben ist noch vorgekommen aus Buntmetall. Und das ist eigentlich ein sehr seltener Fund. Wir sind hier vor dem Mühlenensemble von Ziefen. Wir wissen aufgrund von der Abbildung von Georg Friedrich Meyer, dass hier schon 1680 eine Mühle gestanden ist mit zwei Wasserrädern. Und auch aus historischen Quellen weiss man, dass die schon seit dem 13. 14. Jahrhundert hier eine Existenz sein muss in Ziefen. Und das Ensemble besteht aus einem Ökonomiegebäude und dem grossen Gebäude hier im Hintergrund, wo die erste Hälfte geteilt ist, in einem Wohnteil und in einem Mahlteil, wo gemahlen worden ist. Mit Baugesuch soll das Gebäude komplett umgebaut werden. Die Ökonomie wird ganz abgerissen und es kommen Neubauten an. Und meine Aufgabe ist es jetzt, vor den Bauarbeiten die Gebäudeteile zu untersuchen, zu zeichnen, zu fotografieren und probieren zu datieren. Wir sind jetzt hier im oberen Stock von diesem Mühlengebäude im Mahlteil, wo man das Korn gemahlen hat. Unten im unteren Stock hat man es angenommen und dann hat man das hier oben befördert, ins Dachgeschoss oben. Und vom Dachgeschoss oben hat man das hier durch die Trichter runtergelassen, in das Mahlwerk rein, sogenannte Röllgang auch. Und hier mit den Zangen hat man, wenn es erforderlich war, den Mahlstein können ablüpfen und dann die Fläche neu bearbeiten, dass sie scharf war. Hier sieht man so ein Bohrloch, das für die dendrochronologische oder sogenannte für die Holzjahrringdatierung durch die Waldkante gemacht hat, im Kern von diesem Stuhlständer. Hier an dieser Stelle sieht man so leere Platzassen, die darauf hinweisen, dass hier mal so Längsbänder waren, die in diesem Fall bis zum Dachbalken runtergelaufen sind. Und anhand von so Hinweisen probiere ich jetzt, die ursprüngliche Dachkonstruktion zu rekonstruieren, für das Dokumentieren, Fotografieren, Beschreiben. Und so kommt man dann möglichst dazu, dann der ursprüngliche Bestand von dieser Mühle von 1529 zu rekonstruieren. Dann ist es so, dass wir viele eigentlich auch ein bisschen Fragen bekommen, bei so Sachen von den Leuten, die haben die denn nicht schon alles ausgegraben, kennen wir denn nicht schon alles? Dann müssen wir sagen, nein, dem ist nicht so. Wir haben momentan einen ganz hohen Baudruck, sowohl in den Untergrund wie auch in die historische Bausubstanz. Das ist verbunden mit der sogenannten baulichen Verdichtung, die im Raumplanungsgesetz vom Bund festgelegt ist. Und wir können aufgrund dessen nicht nur dort schauen, wo wir schon archäologische Fundstellen haben, wo wir es kennen, sondern wir müssen auch dort hingehen, wo wir es noch nicht kennen. Und dort stellt sich natürlich die Frage, in diesen grossen Arealen, die wir es noch nicht kennen, wie lassen wir denn das aus? Und das machen wir aufgrund von gewissen Erfahrungswerken, die wir haben, von den Stellen, die wir schon kennen. Wir nehmen da ganz verschiedene Parameter, Erkenntnisse dazu. Wir schauen ein bisschen, wie die Landschaft aufgebaut, hat es Wasser, ist es überschwemmungssicher, hat es Sonne. Und dann sehen wir, dass zum Beispiel für gewisse Epochen an dem Ort ein guter Platz ist. Und dann werden wir den Bodeneingriff, der dort stattfindet, werden.